So Leute, der Shop wird sich hier gleich mal wieder aktualisieren. Lasst ein Like da, lasst aber auch gerne ein Abo da, falls ihr neu da seid. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir haben jetzt hier noch ganz genau 10 Sekunden. Mal schauen, ob wir das X-Force Bundle reinbekommen werden. Ich werde euch auch gleich mal eine weitere Deadpool-Aufgabe zeigen hier in diesem Video. 3, 2, 1 und komm schon, lass uns das Bundle hier erscheinen. Okay, der komplette Deadpool-Shop ist auch wieder da. Oh mein Gott. Ich dachte, dass sie den zumindest zurückhalten, aber nein. Deadpool-Sachen brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Wir gehen jetzt mal ganz langsam hier rüber. Denn wir haben hier das X-Force Bundle. Kann man sich die Skins nur einzeln kaufen? Das wäre traurig. Ah, okay. Man, oha. Oha. Das Bundle lohnt sich ja mal sowas von. Das Bundle ist wirklich viel, viel stärker als die ganzen anderen Dinge. Außer das Emote natürlich, aber das ist ja nun Emote. So, ich würde sagen, wir schauen uns mal das Ganze hier an. Wir haben hier einen Bundle für 3000 V-Bucks. Alter, sehr, sehr viele coole Sachen. Hier einmal die weibliche, dieser weibliche Skin hier. Okay. Sieht heftig aus. Doch, ah, okay, das könnte mich vielleicht stören. Hätten sie das vielleicht weggelassen? Aber ich glaube, das ist eh das Original, wie aus den ganzen Filmen. Ja, aber ich glaube, das wird mich schon stören. Dann hätten wir hier noch das passende Backpack von der netten Dame hier. Ist gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht. Ja, ist nicht schlecht. Dann hätten wir hier noch eine weitere weibliche Variante. Die ist heftig. Die gefällt mir. Hat nichts Störendes. Ist echt heftig. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das ganze Bundle kaufen würde, weil ich würde wahrscheinlich wirklich nur mit der spielen. Hier das passende Backpack dazu ist gar nicht schlecht. Hier mit zwei fetten Schrotflinten, oder? Doch, safe. Heftig. Dann haben wir hier die männliche Variante. Der ist heftig auch, ja. Aber würde ich nicht mal spielen damit. Ich würde wahrscheinlich nur einmal mit dem spielen und dann würde ich den wieder stehen lassen. Umhang. Ich glaube, der hat auch, genau, der hat verschiedene Stile, der Umhang. Einmal hier so ohne Kapuze und einmal mit Kapuze auf. Ich glaube, das funktioniert nicht bei den anderen Skins. Bin ich mir aber nicht sicher. Hat das hier sonst noch irgendwelche Stile? Ne, das ist nur das Backpack, was Stile hat. Aber wir haben hier noch Hängegleiter. Die kann man sich einzeln kaufen, gibt es nicht als Bundle. Boah. Also den Hängegleiter, den würde ich mir instant kaufen. Aber ihr wisst, ich kaufe mir keine Sachen. Ich bin immer noch an meiner Challenge dran. Deswegen, ich mir nichts kaufen werde. Passende Hacke. Ist das eine Hacke? Oh mein Gott. Wie wird die wohl aussehen in Game? Alter, ist die... Die wird man bestimmt nur mit einer Hand halten. Krass. Also das ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr starker Shop. Sonst haben wir... Ah, wir haben weitere Spitzhacken. Okay. Risikoklinge. Ja, ist langweilig. Nichts Besonderes. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Haben wir sonst noch irgendwas? Ah. Oha. Für 800? Auch kein schlechter Sound. Okay. Das hier ist auf jeden Fall der Deadpool-Shop. Falls ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr gerne meinen Creator-Code eintragen. FER-JOS. Danke für euren Support. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier zu der Woche 9 rüber. Denn wir müssen Deadpools Shorts finden. Einmal ganz okay, der Raum hat sich noch nicht geändert. Das heißt, wir müssen einmal hier ganz kurz den Spielmodus wechseln. So, kurz hier den hier machen. Kurz ein bisschen warten und jetzt können wir wieder reingehen. Normalerweise müsste das Ganze jetzt sich hier aktualisieren. Okay. Ja, hat sich aktualisiert. Perfekt. Oh. Okay. Kann sich noch jemand daran erinnern, dass so ein Bild geleakt worden ist? Das Ganze war ja doch kein Fake. Krass. Also Deadpool ist hier gerade unter Wasser. Schauen wir uns mal die Woche 9 an. Also. Wir müssen... Finde Deadpools Shorts, genau. Wir müssen Deadpools Shorts finden. Dafür gehen wir hier einmal raus. Und das Ganze müsste eigentlich hier oben links beim Agenten sein. Nämlich beim Midas-Raum. Ganz genau hier auf dem Sessel seht ihr auch schon die Shorts. Einmal draufklicken, dann habt ihr das Ganze ganz easy, ja, erledigt. Falls ihr noch weiter Hilfe braucht zu anderen Challenges, denn man muss jetzt noch eine weitere Challenge lösen, klickt mal oben rechts auf das i. Das Video werde ich dann auch gleich hochladen. Und dann würde ich sagen, das war's mit einem kurzen Video.